Aber warum tut ein Teddy Spielzeug stehlen? Ich habe es nicht gestohlen, Rudolf. Ich habe es nur gerettet. Wisst ihr, richtig heiße ich Kuschelbär. Wenn ihr wollt, erzähle ich euch, was vor langer Zeit passiert ist. Als ich noch als Bärli ganz glücklich verwacht bin, unter dem Weihnachtsbaum. Und wo dann der Tag kommt und ich meinen neuen Freund triff, ist für mich alles ein Traum. Der Steven spielt mit mir tagelang, er schläft mit mir in seinem Arm, erzählt mir Geschichten und singt für mich. Oh ja, das ist so schön gsi, es ist jetzt vorbei. Der Steven ist gewachsen, wird grösser und älter, und mein Freund ist jetzt nicht mehr für mich da. Er rührt mich aufs Bett, auf den Stuhl und in den Schrank, und ich werd ganz traurig und krank. In der Kiste lieg ich und wart, bis die Müllabfuhr anfährt. Sie rühren mich einfach zur Türe aus, und ich hab ihn doch so fest geliebt, ich bin betrübt. Oh, ich denk noch immer an Steven, vermisst hab ich ihn schon. Wenn ich nur irgendwo bei ihm könnt sein, ich hab so gern dort gewohnt. Und darum bin ich Spielzeugdieb geworden. Dass Spielsachen nicht immer in dunklen und zugeklebten Schachteln sein müssen und zuletzt auf dem Müll landen.